Ich habe das ungute Gefühl, er ist nah. Da hinten in der Ecke ist die Monstrosität. Wehe, du kommst da jetzt schon wieder raus. Ich warne dich. Ich suche gelbe Türen. Braun, 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 braun. Kann das sein, dass die hier alle braun sind? Das ist das. Gut, das hilft mir doch schon mal. Was ist denn hier in der Ecke? Oh, hier scheint nichts drin zu sein. Das finde ich gut. Hier ist kein Monster drin. Das gefällt mir schon mal. Was haben wir denn hier? Endlich mal ein bisschen Kuckidi-Kuck. Nichts. Allerdings sollte ich vielleicht systematisch vorgehen, sonst sind zu viele Räume. Lohnt sich das jetzt hier gar nicht? Ah, scheinbar gar nicht, ne? Hier ist gar nichts. Nichts? Nee. Doof. Voll umsonst reingekommen. Ist er hier? Okay, ich gehe mal noch eins nach oben. Mache ich das? Finde ich gut. Aha, hier haben wir rote Türen jetzt. Also wir haben überall braune Türen, die ich aufmachen kann. Ich komme also überall rein. Nur hier oben nicht, hier sind rote. Rot. 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 Vending Machine. Rot. Das da ist verdächtig. Das finde ich jetzt verdächtig hier. Was ist das hier? Switchboard to the controls the power of the fourth floor. Okay. Oh Gott. Hä? Hä? ich sollte anmerken, ich bin kein Elektriker. So. Aua! Aua! Scheiße. Wollte ich nicht, sorry. Raus damit. Ganz schnell. Wie? Ich kann nur die Alarmanlage anmachen. Wie dämlich ist das denn? Okay. Hier scheint mir ein Raum zu sein. Da. Hä? Ja, okay. Oh, hier bin ich letztes Mal gar nicht lang gegangen. Wo komme ich hier hin? Eine Tür. Endstation. Okay. Tür ist nichts. Okay. Okay, okay, okay. Ich fange an, mich hier drin zu orientieren. Der Typ ist noch nicht da? So wie es aussieht, nicht? Nee. Gut. Lass mich nachdenken. Ich würde sagen, ich gehe jetzt
auch wenn ich es nicht mag, nach ganz unten und gucke erstmal da die ganzen Räume nach und ich arbeite mich dann von Stockwerk nach Stockwerk. Auch wenn ich keine Lust habe, auf das Spinnenmädchen zu treffen. Aber was sein muss, muss sein. Bitte, 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 bitte. Da kann ich mich nicht verstecken, da ist irgendwie erstaunlicherweise Licht. Under Construction. Das Männchen ist irgendwie voll süß. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, 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 da will ich jetzt noch nicht runterfallen. Habe ich den Hausmeister jetzt komplett abgeschüttelt? Kommt er jetzt gar nicht mehr erstmal? Wäre natürlich spitze. Das fände ich toll. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er jetzt hier die ganze Zeit rumgegeistert ist und jetzt ist er gar nicht mehr da. Naja, okay. Soll es so sein. Mir geht's wieder besser. Bevor er nachher kommt oder das Pünnchen kommt und mich mit einem Schlag tötet. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil das jetzt eigentlich hier nur so zum Rumgucken ist. Von mir aus könnte ich ruhig sterben. Bin ich jetzt gerade nichts gegen. Diese typischen Ritter. Meine Güte. Oh Gott, ist das weit, ist das weit. Man stellt sich mal die ganzen Schülermassen vor, die dann da nur runtergehen können. Ah je. Wieso sind das eigentlich keine Treppen? Ja, auf der Uni, da sah es fast genauso aus, nur dass es halt Treppen waren. Rollstuhlfahrer käme ja sowieso nicht rauf, ist viel zu steil. Ein Jahr nur. Müsste man ihn ganz gut schieben müssen. Ah, diese Teppichschritte, sie. What the hell? Wieso kommt er jetzt? Wieso kommt er jetzt, wenn ich hier gerade unten bin? Vor allem wo? Wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich nicht. Zeig dich. Komisches Dach. Ah, wo ist denn der jetzt? Ich kann nicht hier anfangen, die Räume zu durchsuchen, wenn der... wenn der scheinbar irgendwo jetzt hier gerade rumspringt. Ich will in den Raum, da ist Licht an. Oder ist er hinter der blauen Tür und ich höre das nur? Ich glaube, er ist nur hinter der blauen Tür. Frage ist, warum er nicht rauskommt. Beziehungsweise reinkommt. Wenn ihr versteht. Ich habe seine Taschenlampe gesehen. Er steht da. Ich habe die Taschenlampe gesehen. Der habt ihr auch gesehen. Ich sehe ihn. Er leuchtet. Aua! Was macht er? Hat er wieder durch die Wand geguckt mit seinen komischen magischen Augen? Vielleicht hängt er auch in der Tür fest. Das wäre natürlich jetzt ein Gottes Segen. Ich bin mir nicht sicher. Ich traue ihm leider alles zu. Was soll ich tun? Strange. Ich bin eine Krabbe. Ja.
Okay. Ein Speicherstift, okay. Hier komme ich nicht durch. Okay. Ghost Stories. Das lese ich gleich. Zeige ich euch gleich. Nicht jetzt hier in so einer recht unsicheren Situation. Wo ich nicht sicher sein kann, dass ich sicher bin. Okay, hier war noch irgendwas. Hier ist Geld. Davon kann ich Essen kaufen. Finde ich gut. Was ist denn das hier überhaupt? Ich glaube, das ist eine Mensa, oder? Ziemlich klein. Muss man ja was sagen. Okay. Hier ist nichts. Ah, hier hinten war ja noch was. Was ist das denn für eine Tür? Eine blaue. Hier ist auch wieder... Ach nee, ich glaube, das ist einfach nur... Ecke. Gut, den Raum haben wir fertig. Wisst ihr, ich schreibe mir das jetzt doch mal auf ein Blatt Papier auf. Oh, nee, ich habe ja die... Ach ja, hier, Karte und so, ja. Hier steht auch drauf, was was ist. Finde ich gut, okay. So, Cafeteria, da war ich drinne. Der Kontrollraum. Kontrollraum? Kontrollraum. Die Ecke da. Das ist eine blaue Tür. So, okkulte Club. Musikraum und Tanzhalle. Okay. Dieses komische Mädchen ist in den Klassenräumen. Da bin ich mir sicher. Da kann ich mich noch erinnern. Okay. Da war ich doch auch schon drin, oder? Eigentlich schon. Komisch. Geschichtsraum ist dieses riesige gewesen. Da war ich eigentlich auch schon. Hä? Okay. Mehr Klassenzimmer. Lesesaal. Wissenschaftsraum. Bücherei. Eine Bücherei war auch irgendwas kaputt. Ich glaube, die Stromzufuhr war in der Bücherei kaputt. Da stand eine Notiz drauf. Da sollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Aber dafür brauche ich eine rote Karte. So, das heißt, die ganze Zeit. Andere Sachen kann ich so aufmachen. Okay. Oh, er kommt. Er kommt. Hey, cool. Action. Action. Endlich. Hä? Okay. Okay. Mal schauen, ob das Versteck jetzt was bringt. Oh, er geht in den Raum, wo ich vorhin war. Er muss also mitgekriegt haben, dass er drin war. Mit seinen Hyper-Augen. Oder macht er jetzt einfach nur die normale Runde? Ich glaube, vielleicht macht er eher die normale Runde. Macht er noch eine Tür auf? Gucken. Ich glaube, er ist wieder rausgegangen. Ich glaube. Okay. Scheiße. Morgens, 9:30 am Strom. Au! Kasten. Ach, im Supermarkt. Auf Büchern. Auf allem! Wie sie mich vergiften, mich verstrahlen, mich nach und nach hinraffen, so lang, bis ich nur noch ein Schatten meiner selbst bin. Deswegen präsentiere ich euch nun hilfreiche Tipps und Tricks, mit denen ihr ganz einfach und ganz selbst einige Stühle zusätzlich in euren ganz persönlichen Ballsaal stellen könnt. Oder Gerichtssaal. Oder Spiegelsaal.